Guten Tag und willkommen zurück hier bei Kirby und das vergessene Land. Ich hab hier das Amblin Center nochmal gespielt und auf den Laufbändern mit den Stacheln in der Mitte, diesen vier Fliegeviechern, ich weiß nicht wie die heißen, diese pinken Bälle mit den Flügeln, da gibt's rechts unten in der Ecke so eine Glitzerwolke nochmal. Da muss man einfach reinlaufen und dann findet man den vierten Donut. So, und was ich mega witzig fand, ich habe natürlich wieder... wo ist es? Da, Sammlung. Ich habe natürlich wieder hier die Statuen gesammelt. Und hier gibt's aller Ernstes einfach den Schrank. Hier gibt es einfach einen Schrank drin. Oh Mann, ey. Einfach richtig dämlich und unnötig. Aber mega cool. Ich habe mich generell schon gefragt, wie weit die das getrieben haben. So, während ich ein bisschen hier gezockt habe und durch die Level gelaufen bin. Habe ich mich gefragt, hey, gibt es dann hinterher auch sowas wie, keine Ahnung, Baum oder so? Und wenn ja, wie viele andere Figuren gibt es dann noch? Ich meine, die müssen das ja alles übersetzen und so weiter. Je mehr Content, desto mehr Arbeit gibt es dann für die Übersetzer. Also müssen die jeden Scheiß übersetzen, müssen überall schauen, yo. Wie nennen wir das jetzt am besten? Gut, bei Tree, Baum nennt man das dann einfach, klar. Macht Sinn. Aber es gibt ja auch diese ganzen Verwandlungen und so. Aber interessant, dass die da wirklich viele Figuren gemacht haben. Und wie gesagt, ich bin gespannt, wie weit das noch geht mit den Figuren. Ob es da dann hinterher wirklich einen Baum gibt. Aber gut, lasst uns nochmal ins Center und den Boss besiegen. Ich bin gespannt. Ich habe mir mal die Schwertfähigkeit genommen. Hatte ich irgendwie Bock drauf. Als ich den Level gespielt habe. Und ja, wir haben ja auch länger nicht mehr mit der Fähigkeit gespielt. Nur so ziemlich am Anfang einmal. Und das war's, glaube ich, dann auch. Na gut, vielleicht nochmal später irgendwann. Aber sonst waren das... ja, eher die, diese levelabhängigen Verwandlungen, die wir benutzt haben. Deswegen zeige ich einfach mal ein paar. Was ist das? Alter, was zum Teufel? War Donkey Kong hier? Hat er hier sein Lager oder was? Wie viele Bananen waren da denn bitte? Oh, scheiße. Oder ist das hier ein Rücksetzpunkt? Wo ich mich immer mal wieder healen kann. Dann habe ich es mir natürlich jetzt einiges erschwert. Und, apropos Schwert. Es gibt ja das Schwert. Und das werden wir auch benutzen. Okay, es gibt vier Herausforderungen wieder. Da bin ich gespannt, welcher sein werden. Oh! Donkey Kongs böser Cousin! Holy shit! Ey, lass mich los! Affe! Und um seinen Hals. Bizeps-Bestie Gorillos. Um seinen Hals trägt er einen Käfig. Mit mehreren Waddledees drin? Ja, mit drei wieder. Au! Na, gib mir die Fähigkeit. Ich weiß nicht, ob ich... Nein, nein. Das Schwert ist schon ganz gut, ne? Aua. Ich muss mich natürlich erstmal ein bisschen reinfinden in den Boss. Ah! Er gibt uns richtig fett aufs Maul. Hier können wir immer easy drüber springen.
Nur bei diesem Schlag, wenn er so richtig weit ausholt, da wird es schon etwas schwieriger. Glaube, ich probiere das mal hier mit den Sternen. Ach, guck mal. Ich kann sogar immer wieder die Fähigkeit zurücknehmen. Nice. Also erstmal einen Stern spucken und dann meine Fähigkeit wieder nehmen. In älteren Kirby-Games ging das auch, dass man mehrere Sterne auf einmal einsaugen konnte. Und das geht hier auch. Okay, nice. Ich hab's nur gerade nicht hinbekommen. Gut zu wissen. Find's immer schön, wenn solche Mechaniken beibehalten werden. Und jetzt hat er sich angreifbar gemacht, wollte ich gerade sagen. Aber so krass. Au. So krass konnten wir ihn doch nicht hitten. Komm, finish. Nice. Okay, sick. Schöner erster Bossfight. Siege Gorillus mit der Spezialpower Schwert. Müssen wir ihn jetzt mit jeder. Nein, besiege den Boss innerhalb von 2 Minuten? Okay, und was die. Nee, es gab doch 4. Was waren die letzten beiden? Ah, nee. Ah, dann wahrscheinlich doch mit jeder Fähigkeit einmal. Okay. Oder? Schlüpfe zwischen den Beinen von Gorillas hindurch. Hä? Okay. Na gut. Ich würde aber sagen, wir machen das tatsächlich on-cam, weil sonst der Part etwas kurz wäre. Warum wurden wir jetzt automatisch zurückgesendet? Ah, da gibt es jetzt eine Kapselmaschine. Der Überraschungsautomat Serie 1 ist ab sofort verfügbar. Dreh den Knauf und erhalte eine Figur. Viel Spaß beim Sammeln der Serien. Cool. Ah ja, Serie 1 sind alle, die wir wahrscheinlich gesehen haben, ne? Aber ich frage mich, ob, wenn wir jetzt Serie 2 Kapseln sammeln, ob wir dann auch welche bekommen können, die wir noch gar nicht gesehen haben. Das frage ich mich auch. Waddle Dees Waffenladen wurde eröffnet. Dort kannst du deine Spezialpower noch viel stärker machen. Okay. Da sollten wir, glaube ich, direkt rein. Ja. Ja, also wenn er schon so offensichtlich hinfliegt, dann safe. Oh, sieh nur, Waddle Dees Waffenladen wurde eröffnet. Dort kannst du dich mit Spezialpower ausstatten. Angeblich soll der Waddle Dee dort über geheimes Wissen verfügen, wie man noch viel stärker werden kann. Also los, nichts wie rein. Okay. Hi. Willkommen in Waddle Dees Waffenladen. Ich arbeite hier mit allen möglichen Arten von Spezialpower, eine kleine Leidenschaft von mir. Jede von dir entdeckte Spezialpower steht dir anschließend hier in meinem Laden zur Verfügung. Also schau ruhig öfter mal vorbei. Das ist cool. Oh, bevor ich es vergesse, ich kann dir auch dabei helfen, Spezialpower zu entwickeln und sie viel stärker zu machen. Kann man die doch kombinieren? Das wäre ultra cool. Ich will wieder das Feuerschwert haben. Das war immer so geil. Diese Blaupause enthält einige ganz unglaubliche Techniken. Damit können wir deine Spezialpower entwickeln. Lass es uns doch gleich mal ausprobieren. Vielen Dank für deine Geduld. Die Spezialpower Boomerang kann nun zu Chakram Boomerang entwickelt werden. Vielen Dank für deine Geduld. Die Spezialpower Feuer kann nun zu Vulkanfeuer entwickelt werden. Wie kostet das? Um diese Spezialpower zu entwickeln, benötigst du Sternmünzen und seltene Steine. Ja.
Seltene Steine findest du auf Straßen der Schätze, die überall auf der Weltkarte verborgen sind. Augen offen halten lohnt sich. Ich habe schon alles vorbereitet, damit wir gleich loslegen können. Drück einfach nur A, um eine Spezialpower zu entwickeln. Ich hab jetzt mehr Münzen und plus zwei. Ach so. Ah, wir haben es kostenlos bekommen. Okay. Dann würde ich sagen, mach's mal zu Vulkanfeuer. Die Spezialpower Feuer hat sich zu Vulkanfeuer entwickelt. Geschafft, das hat ja wunderbar geklappt. Die Spezialpower Feuer hat sich zu Vulkanfeuer entwickelt. Ja, das wurde gerade schon gesagt. Falls du noch mehr Blaupausen findest, bring sie ruhig vorbei. Ich helfe dir dann dabei, deine Spezialpower noch weiter zu entwickeln. Blaupausen? Alter. Okay. Oh, das. Die Krone sieht cool aus. Die sieht richtig cool aus. Okay. Chakram Boomerang Blaupause. Wie das Tempo erhöht wird. Krass. Entwickeln. Können wir den dann spammen? Die Spezialpower Boomerang hat sich zum Chakram Boomerang entwickelt. Sehr gut. Oh ja. Oh ja, das ist cool. Boah, ist das cool. Damit kann man ja richtig abgehen. Und hier drüben, was ist hier? Herr Sandsack. Cool. Okay, nice. Was passiert, wenn man ihn besiegt? Passiert da noch irgendwas? Bestimmt beim ersten Mal. Aber ich glaube danach dann nicht mehr. Ah, okay. Dachte, man kriegt vielleicht nochmal irgendwie fett Münzen oder so. Das wäre cool gewesen. So als kleines, als kleines Secret. Du kannst den Boomerang der gleichnamigen Spezialpower mitten in der Luft anhalten und aufladen. Halt dazu beim Werfen einfach B gedrückt. Lass B los, damit er zurückkommt. Ja, okay. Ja, nice. Wenn du eine Entdeckungstour fortsetzen willst, spring einfach auf den Warpstern und flieg mit ihm in ein neues Gebiet. Ich würde sagen, mit der Chakram-Boomerang-Fähigkeit machen wir den Boss jetzt nochmal. Oh, nice. Die Ewig-Blau-Küste. Du hast den Boss besiegt und ein neues Gebiet freigeschaltet. Alter. Richtig schön mit den, Steel Drums. Nice. Liebe sowas ja extrem. Cool. Okay. Dann. So, und man sieht jetzt auch, wenn man den schon mal gespielt hat, da bemerkt man, wie ähnlich das, wie ähnlich diese Silhouette einem Affen sieht. Aber beim ersten Mal sieht man es gar nicht, ne? Nice. Bin gespannt, was die vierte Aufgabe ist. Aber die vierte Aufgabe werde ich dann, weil sie nicht allzu schwer ist oder halt mit irgendeiner Challenge verbunden ist,
Off-Cam machen. Weil wir brauchen ja nicht dreimal den Boss spielen. Ich mach das jetzt... Ah, Moment, hier war noch ein Wanted-Poster. Mussten wir das vielleicht abnehmen? Das könnte sein, ne? Das könnte sein. Wohl? Ne, da unten ist nichts aufgetaucht. Man unten vielleicht noch was? Ach, ja, egal. Komm. Wir werden einfach hinteleportiert. Okay. Lass mich los! Mann! Bizeps Bestie Gorillas. Zweite Runde. Ich möchte mir auch die Battle Area besser anschauen. Vielleicht gibt es ja noch was. Scheint aber eher nicht so. Aua. Ich dachte, mit dem Boomerang wird das cooler, beziehungsweise leichter. Aber der Boomerang wird von ihm komplett, aua, komplett weggedrückt. Oh, was? Was war das denn für eine Aktion? Nein, nein, lass mich los! Ach so, stimmt, ich muss ja noch unter den Beinen her. Zwischen den Beinen her, besser gesagt. Dann lass mich da mal vorbei. Zack. Dämlich. Aua. Nein. Das lassen wir. Okay, cool. Aua. Ich dachte, er dreht sich um. Boah, das macht ihm richtig fett Damage. Also, es hat erst ausgesehen, als würde ihn das nicht jucken. Aber dann hat man gemerkt, dass sich der Damage immer weiter erhöht. Nice. Das war's. Wie viele Coins gibt's jetzt? Ein Sack voll, ne? Ja, war okay. Abschnitt abgeschlossen. Besiege den Boss und hab's befürchtet. Ich hab's echt befürchtet. Und ich glaube, das werde ich mit der Entdeckerfähigkeit machen. Und das ist auch tatsächlich was, was ich gerne zeigen würde. Aber ich denke, das machen wir jetzt direkt und nicht erst im nächsten Part. Weil wir haben den jetzt schon genug gespielt. Wir können es jetzt noch hinten ranhängen. Im nächsten Part brauchen wir es nicht nochmal machen hier. Im nächsten Part würde ich dann lieber was Neues machen. Und deswegen an der Stelle... Was? Ja, ich... Kann ich den... Ja, okay. Nice. Deswegen an der Stelle, für alle, die keinen Bock mehr hierauf haben, keine Lust, den
keine Lust mehr darauf haben, den Boss zum dritten Mal zu sehen. Auch wenn ich jetzt den No Damage Run machen werde. Oh. Wie ist das eigentlich, wenn ich doch getroffen werde? Dann muss ich das ja irgendwie zusammenschneiden, ne? Ja, okay. Wir probieren es erstmal. Vielleicht schaffe ich es ja First Try. Gut. An alle, die jetzt abschalten, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und für alle, die jetzt noch hier Bock haben, ihr könnt auch gespannt bleiben. Also ich glaube, das ist nicht ganz so leicht. Ja, okay, Bananen brauchen wir sowieso nicht. Wir wollen uns ja sowieso nicht treffen lassen. Und ich denke, mit der Entdeckerfähigkeit ist das echt gut möglich. Puh, ja gut, vielleicht braucht man auch gar keine Fähigkeit. Vielleicht kann man richtig safe spielen und das nur mit den Sternen machen. Aber, solange keine Sterne spawnen, möchte ich ihm natürlich auch noch Damage machen können. Und dafür ist diese Fähigkeit halt am besten. Weil wir halt schön auf Abstand bleiben können. Okay, nice. Ja. Klappt echt gut. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das klappt. Das kriegen wir hin. Nur jetzt müssen wir zusehen, dass wir uns hier schleunigst aus dem Weg machen. Aber er kommt null an uns ran. Nice. Nein, hau ab. Nein. Nicht so kurz vorm Ziel. Nicht so kurz vorm Ziel. Schön immer wegbewegen. Nicht zu viel wollen. Und da macht er wieder seine Wirbelattacke. Nice. Kriegen wir hin. Oh, am besten sollten wir auch ganz aufladen. Damit wir die maximale Stärke rausholen. Nice. Da ist er down. Also mit der Entdeckerfähigkeit easy. Dauert zwar ein bisschen länger, aber damit sollte das am einfachsten sein. Alles klar. Sehr schön. Ja, nice. Dann würde ich sagen, beende ich hier jetzt erstmal einen Part. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Und im nächsten Part werden wir dann den neuen Abschnitt, hier den Strandabschnitt, anfangen. Wo es die richtig coole tropische Musik gibt. Und zwar werden wir am einsamen Strand starten. Was? Das Meer ist wirklich traumhaft schön. Was meinst du, Kirby? Lass uns eine Runde schwimmen. Oh, stimmt. Könnte sein, dass es hier dann auch ein Wasserlevel gibt. Bin gespannt, wie das hier umgesetzt wurde.